Urbane Landschaften, also städtische Räume, bilden immer mehr das Fundament für das Zusammenleben der Menschen. Denn unsere städtischen Lebensweisen bestimmen immer mehr alle Lebenswelten. Diesen Prozess kreativ zu nutzen und die Lebensräume für alle zu gestalten, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Zukunft. Das Studio Urbane Landschaften hat nun mit Hilfe der Volkswagen Stiftung unter dem Titel Let's Walk Urban Landscapes ein dreitägiges wissenschaftliches Symposium im Tagungszentrum Schloss Herrenhausen ausgerichtet. Die Organisatoren möchten einen neuen Ansatz der Entwurfsforschung testen, der experimentelle, intuitive und rationale Fähigkeiten verknüpft. Wir beschäftigen uns letztlich mit der ganzen Lebenswelt, sage ich mal. Also da kommen alle Fragen drin vor, ob es jetzt die Flüchtlingsfrage ist oder ob es Wasser ist oder ob es Wohnungen sind. Es kommt alles vor und es ist alles insgesamt ein großes Raumgeschehen, wie wir sagen. Doch zuerst gilt es, das Raumgeschehen im jeweiligen Umfeld zu begreifen. Deshalb beschäftigt sich das Symposium anfangs mit der Frage, wie urbane Landschaften wahrgenommen werden. Um möglichst viele Perspektiven zusammenzubringen, wurden dafür zahlreiche interdisziplinäre und internationale Fachleute nach Hannover eingeladen. Wir haben hier ein internationales Symposium. Die Menschen kommen aus aller Welt zu uns, Australien, USA, China, natürlich viele aus Deutschland. Und wir haben ganz bewusst viele Disziplinen eingeladen, weil urbane Landschaften muss man aus einer transdisziplinären Perspektive betrachten, sodass wir hier haben Künstler, Architekten, Stadtplaner, aber auch Studenten, die sich in Zukunft damit beschäftigen werden und auch junge Doktoranden, die gerade am Anfang ihrer Doktorarbeit stehen und vielleicht inspiriert werden durch das, was wir hier tun. Das experimentelle Format des Symposiums zeigt sich auch in der draußen stattfindenden Feldarbeit, bei der Titel des Symposiums Programm ist: Lass uns laufen. Die etwa 150 Teilnehmer sitzen nicht drei Tage in einem Hörsaal und hören Vorträge, sondern sie erkunden aktiv verschiedene Hannoveraner Stadtgebiete. So soll, im wahrsten Sinne des Wortes, ein kreativer Prozess des Verstehens losgetreten werden. Und das funktioniert so. Die Teilnehmer sind aufgeteilt in sechs verschiedene Gruppen, die zunächst in Workshops die Methodiken ihrer Stadtwanderung erarbeitet haben. So bewegt sich zum Beispiel die Gruppe Move unter der Anleitung eines Choreografen in einer spontanen Performance durch den Stadtteil Roderbruch. Ein Teil der Gruppe agiert dabei auch als Beobachter. Hier steht die körperliche Interaktion mit dem Raum, aber auch die Reaktion und das persönliche Fallenlassen im Fokus. Bei den weiteren Gruppen geht es um das Losgehen an sich, um Orientierung, um Storytelling oder einen spielerischen Ansatz und das Wandern an sich. Hier kommt es vor allem darauf an, sich über die körperliche Verausgabung in einen Zustand der intuitiven Wahrnehmung zu versetzen. Es ist zum Beispiel wichtig, dass man zumindest eine Zeit lang sehr lange alleine läuft, ohne zu fotografieren, ohne auf eine Karte zu gucken, sondern sich auch mal treiben lässt, weil in dem sogenannten Flow-Modus, wenn man den anspricht, auch ein Potenzial zur Ideenfindung gehoben werden kann, was man nicht anders machen kann. Man muss mit so einer urbanen Landschaft körperlich engagiert sein, um sie noch besser zu verstehen. Und das Verstehen erzeugt dann auch Ideen. Diese Ideen tragen die Teilnehmer in sogenannten Meshworks zusammen. Das sind Collagen aus gesammelten Fundstücken, Filmen, Bildern und Eindrücken. Gemeinsam diskutieren und reflektieren die Wissenschaftler am nächsten Tag in sogenannten Exhibition Walks ihre individuellen Eindrücke. Das Besondere ist wirklich, dass wir sehr gezielt uns überlegen, in welcher Weise können wir durch Bewegung und direkt vor Ort sein, wirklich das Unbewusste, die Intuition locken. Und das ist richtig, es ist nicht komplett neu, aber es ist eigentlich immer so eine Art von entweder künstlerisch, literarisch oder Alltagswissen oder ja, das machen wir, aber hier wird es auch systematisiert, soweit das geht. Ihr Ziel? Aus den gesammelten Eindrücken etwas Konkretes zu schaffen, das sowohl Ideen für Hannovers urbane Landschaften zeigt, als auch übertragbare neue Wege der Entwurfsforschung skizziert.
wie kann man das systematisieren, wie setzt man dieses verschiedene Wissen zueinander in Bezug, mit dem Ziel natürlich dann zu auch nicht nur zu Ideen, sondern auch zu Projekten zu kommen, zu wirklichen Transformationen des Raumes und dabei aber auch die relevanten Ideen, die relevanten Menschen zu identifizieren, mit denen dieses Projekt gemeinsam entwickelt und dann auch umgesetzt werden kann. Vielleicht entstehen so aus einer Wanderung kreative Ideen für ein gutes und nachhaltiges Zusammenleben.